Warum nicht? Ah, es muss noch das Blaue deaktiviert werden. Wir haben das Grüne deaktiviert. Und von wo kommt das Blaue? Ist das Blaue drin? Da ist das Blaue. Wie soll ich da drankommen? Ah, ich glaube, indem ich irgendwas werfe, ne? Den hier können wir zum Beispiel einfach mal werfen. Die Snack. Dann können wir wieder mitnehmen. An den Safe kommen wir natürlich trotzdem erstmal nicht. Aktualisierter Sicherheitsleitfaden. Öffnen wir das mal. So. Halten Sie sich fern vom Ballsaal und vom Pool. Unterstützen Sie die Mitarbeiter des Militärs, wenn sie explizit darum gebeten werden. Ansonsten stehen Sie ihnen nicht im Weg herum. Seien Sie freundlich und höflich zu den vielen neuen Gästen, die ins Hotel kommen. Das sind völlig verängstigte Menschen. Folgen Sie im Umgang mit ihnen Ihrer Intuition. Die meisten wünschen sich nur ein wenig tröstliche Gesellschaft. Die Infizierten, aka die Untoten, gelten hingegen nicht als Gäste. Verfahren Sie also nach Belieben mit ihnen. Nur über meine kalte Leiche lasse ich es zu, dass diese Freaks in diesem Hotel unbehelligt ihr Unwesen treiben. Aber verletzen Sie sich nicht. Hilfskräfte sind bei uns nicht versichert. Schön. Das ist ja sympathisch. Huch, warum bin ich denn in der Hocke? Ah, guck mal hier. Kann ich eh nicht mitnehmen. Okay, wir brauchen also den Safe der Halperine Security. Okay, mal gucken, ob wir die Security irgendwo finden. Ich habe meine Waffe gewechselt, aber warum? Ich wollte meinen Schläger hier eigentlich noch weiter benutzen. Ich mag den gerne. Oh, hier geht's runter. Hier war ich ja noch nie. Kann ich theoretisch diese drei Wasserfässer hier runter? Und dann kommt da Strom. Das ist aber eigentlich nicht so geil. So, hier habe ich auch noch eine Autobatterie. Kann ich das abdrehen? Oh, okay, hier soll ich nicht hin. Hier sind die One-Hit-Gegner. Das heißt, hier habe ich nichts zu suchen. Okay. Das ist so ein Prinzip von dem Spiel, was ich eigentlich ganz geil finde. Was es nämlich ermöglicht, ist doch, sich doch irgendwo hinzubewegen, wo man nicht hin soll. Aber man hat es da enorm schwer. Und ihr wisst ja vielleicht noch, als ich mit diesen gegen diesen Baseball-Trainer da, war es Baseball-Trainer, Sporttrainer, keine Ahnung, gekämpft habe. Der war ja so einer, ne? Und ich habe den Schlüssel von ihm dann bekommen, obwohl ich den eigentlich noch nicht kriegen sollte. Und wenn man die sieht, weiß man, weg hier. Okay, das war nicht so smart. Das war nicht so smart, die Alarmanlage da anzumachen. Oh Gott. Jo, was hat er gedroppt? Klebeband. Geh mal kaputt, Junge. Ey, 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 ey. Immer mit der Ruhe, junge Dame. So, Gott, oh Gott. Hier gibt's einen Kick. Ey, das gibt's nicht, dass der mich erwischt. Verdammte Kacke. Ja, dann komm mal her, Junge. So nämlich. Was sind... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind ganz schön viele hier. Mach dich mal ab. So geht's ja wohl nicht. Und nochmal ein Kick. Okay, das ist down. Aber zwei sind's noch. Mist, ich hätte gern... Es sind noch drei. Ich sollte mich vielleicht mal heilen. Ich habe so viele Medipacks. Medikits, meine ich. Au. Gut, dass ich mich geheilt habe. Ja, das sind ganz schön viele hier. Was sollen die Kacke? Nervt man nicht, Alter. So, weg mit dir. Okay, meine Waffe ist kaputt. Das ist jetzt nicht so geil. Ich bin nämlich auch kaputt. Und ich brauche eine Waffe. Ja, die ist direkt nicht mehr so gut. Ja, eine Werkbank wäre nice. Wo war denn vorhin die Werkbank? Okay, da... Oh, da hat einen Hammer gedroppt. Aber ich glaube, ich habe gar keinen Platz mehr. Ich habe so viele Waffen. So, ich mache hiermit leider echt nicht so viel Schaden wie mit dem Schläger. Komm, hier auch noch. Ich würde vielleicht echt mal anfangen, auf Gliedmaßen zu gehen. So, Medikit ist gut. Ich muss mich unbedingt heilen. Okay, ich habe doch noch Platz. So. Alles noch schnell reinpfeifen. Ah, guck mal hier. Gleiches Spiel. Dann knacken. Wer bist du denn? Nerv mal nicht. Mann, ich treffe einfach nicht. Das gibt's doch gar nicht.
Zack. So. Machen wir dich einmal kaputt. Und hier ist wieder gleiches Prinzip, ne? Da haben wir sogar noch eine coole neue Waffe gekriegt. Sonst aber nichts, wie es aussieht. Ich bleib mal hier bei meiner Elektrowaffe. Das glaube ich dann doch noch am stärksten. Okay, ich sollte vielleicht mich mal ins Hotel begeben, ne? Denn dort soll ich ja die Behörden kontaktieren. Ich weiß immer noch nicht, was diese Scope-Server sind. Sind auf jeden Fall immer offline. Huch. Okay. Missed the evac. Someone drove these vehicles here. They still be inside. Ja, gut, das kann natürlich sein. Huch. So. Ist hier noch was Schönes für mich? Nö, gut. Dann let's go in. Zeit zum Hotel. Moin. Lass mir mal die Ruhe. Ich bin hier unterwegs. Ja, manche Zombies tragen Rüstung. Oh je. So, flieg mal schön gegen den. Sehr gut. Er kriegt auch noch einen Kick hier, den Double Kick. Oh Gott, die hat gar keine Arme, die Arme. Ah, was ein Satz. Krank. Oh Gott, die können aus einem. Okay, ich habe ein Problem. Okay, ich glaube, ich trap mich hier gerade. Nicht so cool. Oh Gott, sind das viele. Was mache ich denn jetzt? Wie soll ich denn gegen die alle? Und der hat auch noch einen Anzug an. Das schmeckt jetzt aber nicht so gut. Militärkiste, okay. Scheiße, das ist doch alles Mist. Hier haben wir was. Hochzeitsladung. Einladung. Auf dickem Büttenpapier, ein geschmackvoll ausgeführter Schriftzug an den Rändern Aquarellblumenmuster. Feiert mit uns die Hochzeit von Becky Russo und Aiden O'Connor. Am Samstag, den 22. Juni um 13 Uhr im Halperin Hotel Los Angeles. Trauung im Hochzeitsgarten, anschließend Empfang. Schön. Ich hoffe, das hat noch geklappt. Oh, hier ist direkt noch was. Ah, das können wir anhören, okay. Hotel, where we are dedicated to providing you with the ultimate luxury getaway. For room reservations, press 1. Nice shot. Wedding planning services, press 2. Other event bookings, press 4. For intimate weddings, press 1. Ich hab leider for our nix. Grand celebration, would you like to join our Platinum membership plan? You'll get exclusive annual... Oh Gott. Hello, welcome to the Halperin Hotel, where we are... Oh Gott, ich krieg hier echt mies auf die Fresse, ne? Oh, ich hab einen Schlüssel gefunden. Schließfachschlüssel Nummer 9, okay. Keine Ahnung, wofür der ist. Oh Gott, au. Oh nee, bitte nicht sterben, danke. Haben wir es jetzt gleich mal. Mein Gott, hier wird man aber ganz schön auf die Probe gestellt. Alter, ey, das kann nicht. Wie ich einfach gefressen werde. Knallhart. Okay. Try again. Mist. Ich wollte eigentlich nicht auch sterben. Das war nicht der Plan, den ich hatte. So. Komm. Oh, der ist halt echt... Okay, ich hab ihn. Alles easy. So, komm, du auch noch jetzt, Junge. Jetzt reicht's mir hier. Ja, wie viele denn noch? Hier, Double Kick. Gott. Habe ich getroffen? Ja, habe ich. Gerade so. Hopp. Ha, ich habe mich durch die Pflanze getreten. Mist, ich bin schon wieder down. Ey, was? Das gibt es nicht. Als ob ich so oft sterbe. Jetzt ist aber mal gut hier, Jungs. Lasst mich doch mal in Ruhe. Wenigstens leveln wir so, ne? Jo, es kommen halt wieder immer mehr, ne? Dadurch, dass ich sterbe, kommen die wieder. Das ist doch gemein. Komm hier. Zack. Zack. Oh, wie sie es immer schafft, mich vorher einmal zu hitten, ne?
echt nicht gut. Kacke. Was ist das? Das kann nicht wahr sein. Hey, mir geht's nicht so gut, ne? Brauch echt mal ein paar Waffen jetzt. Oder eine Werkbank. Haben wir auch recht. Ich glaube, oben im nächsten Stock gibt's eine. Aber vor allem hätte ich jetzt gerne mal meine Ruhe vor den allen hier. Aber wenn ich sterbe, kommen die einfach wieder, ne? Die geben echt zu oft einen mit. Lass mal mit. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich heil mich und werde instant zweimal gehittet. Kann nicht sein, dass ich hier gerade so verkacke. Oh mein Gott, das nervt mich richtig. Wo kommst du schon wieder her? So, jetzt einen nach dem anderen. Habe ich den Schlüssel hierfür gefunden? Nein. So, ich habe den Schließfachschlüssel gefunden. Ich erinnere mich. Ey, das kann nicht. Na komm, schlag. Ja, toll. Digga, das gibt es nicht. Oh mein Gott. Ey, das ist gerade echt hart belastend, muss ich sagen. Jetzt nochmal. Und meine Waffen werden ja dadurch nicht wieder ganz, ne? Das ist gar nicht gut. Der Energy ist wichtig. So, du hörst jetzt mal auf zu nerven. Ihr hört jetzt alle mal auf zu nerven. Mist. Hab ich das Ding verschwendet? So, jetzt komm bitte. Lass mal gut sein jetzt. Das kann nicht wahr sein. Oha. Oh Junge, ich habe einfach ein Loch in die Fresse geschlagen. Nein, jetzt hört mal auf, mich zu hitten. Das kann ich. Ja, da kommt der Nächste. Aus dem Weg, ich brauche Energie. Muss vielleicht echt mehr mit Fallen arbeiten. Einfach so scheint echt ein bisschen too much. Das gibt es nicht. Er hittet mich immer zuerst. Da liegt ein Medikit. Das brauche ich. Bist du jetzt der Letzte wenigstens? Der wollte mir echt nochmal einen mitgeben. Okay, ich hab's geschafft. Oh, Stufe 6. Hauptschlüssel des Majors erforderlich. Bist du der Major? Nee. Ah, das ist der Major, der da mit uns redet. A little rude, Major, but you'll like me when you get to know me. Be right there. Ich hoff's. I thought this was supposed to be an evac center. Ja, ich hab doch gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Lecker. Geh direkt mal so im Schwimmen, Junge. I'm gonna figure this out. Mhm. Kann ich hier durch? Nein. Was? Von der anderen Seite verschlossen? Okay. Warum habe ich meine Waffe weggelegt? Die hätte ich gerne wieder. Die ist eigentlich ganz okay, nur leider. Sicherung habe ich leider keine. Da kann ich eh nicht ran, ist verschlossen. Hier kann ich hin. Was ist los hier? Pumpe untersuchen. Okay. Warum haben die das gemacht? Haben die das nicht vorher überhaupt da reingeschüttet selber? Oh, hier ist ein Zettel. Auf Nummer sicher. Vorsicht vor dem Einwurf. Nur eine kurze Verwarnung. Nicht Vorwarnung, Verwarnung. Okay. Heute sind offenbar ein paar Leichen wieder aufgewacht, gerade als sie eine Runde im Pool schwimmen sollten. Diese Trottel im Ballsaal hatten es also wohl wieder eilig. Schärfen sie ihren Leuten also ein, dass sie überprüfen müssen, ob die Toten auch wirklich mausetot sind. Und bitte nicht zu schwungvoll beim Einwurf. Das ätzende Scheißzeug spritzt und macht keinen Unterschied zwischen Lebenden und Toten.
Von der anderen Seite zu öffnen. Ja, gehen wir mal eine Runde baden, oder? Ach, ich habe 35% inspiziert. Ich gehe mal hier rein. Noch ein Medikit. Kommen wir scheinbar nicht durch. Huch. Mit dem Wasser können wir hier jedenfalls schon mal ein bisschen aufräumen. Wobei, das läuft da, glaube ich, permanent aus dem Ding raus. Das heißt, es bringt nichts, was ich hier mache. Normalerweise kann man das Gift... Na, guck mal hier, da kann ich noch inspizieren. Kanalisation untersuchen. Okay, der Wassereimer bringt mir leider nicht so viel. Was kann ich denn noch untersuchen hier? Na du? Sieht nicht mehr so lebendig aus. Ja. Klingt irgendwie sus. Super. Es geht wieder los. Okay, einige Zombies sind resistent oder sogar immun gegen bestimmte Schadensarten. Scheiße, das war nix. Komm jetzt weg mit euch. Gift. Ach, ist nur Wasser, damit kann ich nichts machen. Zack. Kann ich schon mal einen mitgeben. Kacke, verfehlt. Oh je, oh je, oh je. Die kommt da wieder angerannt. Okay, ich muss mal kurz ein bisschen chillen hier. Ein bisschen im Kreis laufen, damit ich die immer mal wieder wegkicken kann. Oh, meine Ausdauer geht's nicht so gut. Ah, bitte nicht. Nein! Bitte nicht, bitte nicht. Okay, die haben wir, glaube ich. Yes. Ach, Kacke. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein, dass ich die ganze Zeit Schaden kassiere. Ist er tot? Ja. Oh Gott, hier kriege ich gerade auf die Fresse. Oh, der hat einen Schutzanzug. Ich muss mich heilen. Das war's gleich mit meinen Medikits. Scheiße, das hat nicht geklappt. Ich kann versuchen, die ins Wasser zu kicken. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich versuche eher mal ein bisschen im Kreis zu laufen, sodass die alle in eine Richtung kommen. Dann kann ich denen so einen Sprungkick geben. Dann fliegen die übrigens alle gegeneinander. Das ist gerade mein Plan. Hier so. Guckt euch an. Zack, zack. Dann sind die kurz geschwächt. Und schlagen mich wenigstens nicht. Ja, bleibt mal schön da drin. Wobei, ich glaube, der ist immun dagegen, ne? Oh nein, jetzt das Medikit. Ah, das schwimmt zum Glück alles. Ja, mal das Medikit dann, ne? Ja, wo ist denn jetzt der Major? So, third floor. Why she gotta be my best shot at getting out of this? Ach so, wir müssen jetzt echt da. Oh Gott. Ich wollte sagen, hier kann man doch noch rein. Okay. Gibt's eine schöne Waffe. Sehr gut. Batterie. Und vor allem Dingen eine Werkbank. Das ist das Wichtigste gerade für mich. Mein Baseballschläger würde ich gerne reparieren. Ich habe immer noch nichts, was ich herstellen kann. Okay, okay. So, das können wir mal alles verschrotten hier. Braucht kein Mensch, nimmt nur unnötig Stauraum weg. Was wir machen könnten, die würde ich noch reparieren, die sind eigentlich ganz okay. Können wir noch ein paar Medikits herstellen. Die können wir nämlich echt gebrauchen gerade. Und dann habe ich hier alles. Ja, das sind Wasserkanister hier, das kann ich noch mitnehmen. Oh ne, da ist noch Schrott. Ja, Schrott ist voll. Okay, dann ab in den dritten Stock, würde ich sagen. Aber ich wechsle natürlich erstmal hier auf meinen Baseballschläger. Warum sage ich Baseballschläger? Auf meinen Golfschläger, meine ich. Ah, da hinten ist aufgegangen. Praktisch. Praktisch, dann können wir ja hier lang gehen. Must be a service entrance or something somewhere. So tot, ja.
Manchmal sind die tot, manchmal wachen die auf einmal auf. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Kann ich hier öffnen? Perfekt. Wo geht's hier hin? Oh. Was geht denn jetzt ab? Erdbeben oder was? I'm thinking the Major doesn't even know I'm here. Means. Aua. She's not alone in there. Oh, hier war wohl die Hochzeit. Oh, warum sind die denn? Stufe 8? Na komm, mit dir lege ich mich an. Komm. Bam, verstümmelt. Okay, die haben aber nichts für mich. Oh, hier kann man bestimmt Elektrospaß haben. Der möge jetzt sprechen. Okay. Skylar. Oh mein Gott, alles ist schiefgelaufen. Oh scheiße, was ist passiert? Sag schon, ist es das Virus? Nein, die Hochzeit. Der Pfarrer war schon beim Schlusswort. Da fliegt die Tür auf und eine halbe Armee marschiert hier ein. Haben alle rausgeschmissen. Das Hotel ist jetzt ein Evakuierungszentrum. Das kann doch nicht sein. Die sind einfach reingeplatzt. Yep. Diese Major Booker hat zu meiner Schwester gesagt, sie soll sich doch in Renault trauen lassen. Lol. Und das hat sie überlebt? Wow, wenigstens werdet ihr dann schnell evakuiert. Die im Chat sagen, das Virus soll die Hölle sein. Ja, aber Miss Becky hat sich in ihrem Zimmer eingesperrt und weigert sich zu gehen, bevor sie verheiratet ist. Wundert mich, dass das Hotel noch steht. Mal im Ernst, ich muss zurück und ein bisschen helfen, bevor Mom den Verstand verliert. Alles klar, sehen wir uns nächste Woche im Madisons? Keine Antwort. Ja, das ist natürlich bitter. War wohl nichts mit der Hochzeit. Stairs. Oh, hier gibt es noch richtig viel geilen Stuff. Das nehme ich doch mit. Danke für die Spende. Okay, hier kann ich Wasser mitnehmen. Okay, mal gucken, ob wir dem dick eins mitgeben können. Das ist Chair gewesen. Oder habe ich mich verlesen, das hieß Gear? Kann auch sein. Huch. Ich glaube, ich musste hier gleich irgendwas löschen.